Unter großem, auch politischen Andrang wurde in der Brechtlerstraße ein Raum für Jugendservice eröffnet. Die ausgebildete Pädagogin Rosemarie Tauschek freut sich schon auf hoffentlich zahlreiche Jugendliche, die sich bei ihr beraten lassen werden. Jugendliche kommen aus ganz verschiedenen Gründen zu uns. Das kann sein, einfach weil sie Informationen suchen von A bis Z. Also wir haben Unterlagen von A wie Au Pair zum Beispiel bis Zivildienst, also wirklich alles breit gestreut und gefächert. Es kann aber auch sein, dass Jugendliche wirklich Probleme haben und auch nicht wissen, wohin sie sich wenden. Auch dann sind wir oder sehen wir uns als ersten Ansprechpartner, damit wir einfach abchecken, wohin kann sich der Jugendliche auch wenden, wenn es jetzt wirklich auch um Therapien oder so geht. Also auch dazu verstehen wir uns als Anlaufstelle. Der Jugendlandesrat Walter Eichinger gab die Servicestelle in Auftrag. Seit Anfang des Monats ist Montag und Mittwoch jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Information und Beratung gibt es für 12- bis 25-Jährige unter dem Motto vertraulich, persönlich, kostenlos. Frau Tauschek gibt Tipps zu allen Themen, die Jugendliche bewegen. Also ich habe meine Einschulung in Linz begonnen, arbeite jetzt schon länger in Everding und habe daher ein bisschen Erfahrung mitgebracht, auch in der Arbeit mit Jugendlichen. Das kann sein, dass sie Unterlagen suchen zu Referaten, das kann sein, dass eine Freundin Essstörungen hat und dass sie sich eben da wirklich genauer informieren wollen. Die Landwirtschaftliche Fachschule Andorf beeindruckte mit einer Riverdance-Showanlage. Die feierliche Einweihung wurde von einem Duo musikalisch umrahmt und nach den Reden der anwesenden Politiker eröffnete Rosemarie Tauschek das Buffet. Neben Beratung und Information erhält man beim Jugendservice auch die Jugendkarte. Die Jugendkarte ist eine Aktion des Landes Oberösterreich und ist eigentlich eine Aktion, die für zwei Dinge gedacht ist. Zum einen ist sie mit Foto gültig als Altersnachweis im Sinne des neuen Jugendschutzgesetzes, also braucht man keinen Ausweis mehr mithaben. Zum anderen ist die Jugendkarte eine Vergünstigung für Jugendliche, für verschiedene Events oder zum Einkaufen und so weiter, sodass einfach Jugendliche hier ein bisschen günstiger einkaufen können zum Beispiel oder einfach verschiedene Schwerpunkte gibt es auch, Monatsschwerpunkte, die dann den Jugendlichen immer zugutekommen. Wer sich vielleicht nicht traut, persönlich zu Frau Tauschek zu gehen, kann sie auch anrufen oder ihr ein Mail schreiben. Die Adressen dazu gibt es auf unserer Homepage unter www.ht1.at.